Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier im Kanal vom Teepapst. Es geht heute um das Thema Geschmack. Wir haben fünf Geschmackssinne: süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Umami ist ein japanisches Wort und heißt wörtlich übersetzt Wohlgeschmack. Sagt also schon so ziemlich gut an, was Sache ist. Schmeckt gut. Wörtlich übersetzt auf Deutsch würde ich versuchen, das Wort für nicht süße Geschmacksrichtungen ist das richtige deutsche Wort herzhaft. Das ist wahrscheinlich die gute Übersetzung für Umami. Und für süße Sachen ist es mildsüßlich. Ja? Allerdings nicht zuckersüß, sondern mildsüß, angenehm süß. Umami steckt in ganz, ganz vielen Produkten drinnen. Natürlich im Matcha-Tee und in hochwertigen japanischen Grüntees. Wie kommt es da zu Umami? Teefelder werden vor der Ernte überschattet. Es bilden sich in den Teeblättern besonders viel Aminosäuren. Diese Aminosäuren verantworten den Wohlgeschmack, den Umami-Geschmack. So schmeckt ein hochwertiger Matcha-Tee nicht bitter, nicht intensiv, nicht grasig, sondern angenehm leicht und mild. Das macht Umami. Und warum schmeckt Umami jedem? Denn wir haben das in ganz vielen anderen Rohstoffen auch. Zum Beispiel in Trüffel. Trüffel ist eine der Lebensmittel am reichhaltigsten an Umami. Und wie isst du normalerweise Trüffel? Vielleicht kennst du das, Trüffel sind so kleine Knollen und da beißt du auch nicht so rein, weil die sind ja auch doch ein bisschen teuer. Trüffel wird ja gerne pro Gramm verkauft. Und das übliche Trüffelgericht ist, du hast ein schönes Pastagericht und hier Koch hobelt so ein bisschen Trüffel darüber. Und was passiert mit dem Gericht? Das schmeckt dann plötzlich nicht wie Pilzpasta oder wie Champignonpasta, sondern es schmeckt viel, viel besser als vorher. Umami ist ein natürlicher, intensiver, leckerer Geschmacksverstärker und lässt dein Pastagericht deswegen viel besser schmecken. Anderes Produkt, reichhaltig an Umami, das ihr vielleicht kennt, ist Parmesankäse. Und du erratest es, Parmesan ist in der italienischen Küche ähnlich im Gebrauch wie Trüffel. Du hobelst so ein bisschen Parmesankäse, also es gibt auch Leute, die begraben ihre Pasta unter Parmesan. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Es gibt auch Leute, die nehmen nicht Parmesan, sondern Emmentaler. Das sind Käsepasta, das hat nichts mit Parmesan zu tun. Richtiger, echter Parmesan, Grana Padana, drüber gehobelt, ganz wenig, hebt das Gericht, macht das Gericht einfach richtig intensiv, herzhaft lecker. Und das ist der Effekt von Umami. Umami verändert nicht den Geschmack, sondern verfeinert und verbessert dein Gericht oder dein Getränk. Seit den 70er Jahren wissen wir schon, dass es Umami gibt und noch immer lernt man in den Schulen, dass es vier Geschmacksrichtungen gibt, süß, salzig, sauer, bitter. Auch Unsinn, man lernt, wo liegt das auf der Zunge, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Du kannst es zum Großteil vergessen. Das Einzige, was du einigermaßen sicher lokalisieren kannst, ist sauer. Weil wenn etwas richtig sauer ist, dann zieht es dir richtig schön die Wangen ein. Das heißt, du weißt ganz genau, wo dieser saure Geschmack ist. Das nennt man übrigens den Biss. Das ist so ein Effekt, den du hast. Aber süß und salzig kannst du nicht so eindeutig zuordnen, dass es auch Sinn macht. Umami kannst du erst recht nicht zuordnen. Umami hast du immer dann, egal ob ein Gericht ist oder ein Getränk ist, wenn der Geschmack anhält. Und eine Übersetzung für Umami auf Englisch in der Teesprache ist der Lasting Effect, also der bleibende Geschmack. Wenn du also einen Tee trinkst, Matcha-Tee zum Beispiel, und nachdem du ihn getrunken hast, hast du immer noch diesen tollen, angenehmen, milden Geschmack im Mund, dann weißt du, das ist Umami. Wenn dir das gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar da lassen, schreib mir mal rein, ob du den Umami-Geschmack schon mal für dich identifiziert hast. Vielen Dank fürs Reinsehen, liebe Grüße vom Teepapst und ich genieße jetzt hier meinen umami-reichen Matcha-Tee. Viel Spaß!